ORF-Sommergesprächen. Da gibt es ja so eine Debatte jetzt drüber, ob der Armin Wolf da wirklich so gut gefragt hat. Vor allem nach dem Abend mit dem Feimer, als er ihn da minutenlang gegrillt hat mit der Frage, ob er sein Jus-Studium, das er nicht beendet hat, überhaupt begonnen hat. Ob der überhaupt eine Prüfung abgelegt hat, der Feimann. Und dass er ihn da einen Großteil der Zeit über diese fragwürdige Inseratenvergabe-Praxis an Krone und sonstigen Boulevard gegrillt hat. Diesen Verkehrsministerium ÖBB-Krone-Komplex. Und dass da dann überhaupt keine Zeit mehr geblieben ist für andere Themen, die, naja, mindestens genauso wichtig sind. Wie der denn glaubt, dass wir die wirtschaftliche Instabilität in Europa überwinden können. Wie wir die Marktwirtschaft gerechter machen können. Was der denn zu tun gedenkt, wenn viele Leute das Gefühl haben, ja, sie dürfen zahlen, aber andere, die tun sich ihre Gewinne privatisieren, aber ihre Verluste lassen sie sich sozialisieren. Oder noch so eine Kleinigkeit, wie wir den Euro retten können. Oder ob man eh nicht retten sollen, sondern einfach zum Schilling zurück, wie das manche Spinner vorschlagen. Und da sagen schon viele, schön, dass der Armin Wolf die alle so gegrillt hat und auch, dass er den Feimann so gegrillt hat. Und andere, und das sind jetzt diesmal nicht nur SPÖ-Parteigänger, die sagen, na, ein bisschen ein Gespür für wichtiger und weniger wichtig hätte er natürlich schon auch ein bisschen entwickeln können in diesen Sommergesprächen, der Wolf. Und außerdem, das war zwar mies und dreckig, was der Feimann mit Inseratengeld der ÖBB gemacht hat, dass er sich da schöne Presse gekauft hat. Aber ist schon nochmal was ganz anderes ist das, was ÖVP und FPÖ gemacht haben, die einfach hunderte Millionen gestohlen haben und nicht nur für illegale Parteienfinanzierung, sondern sich es auch noch privat in die eigene Tasche geschoben haben und sich bereichert haben. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich, wie Sie wissen, ein extrem konsensorientierter und ausgleichender Mensch bin, dass ich finde, dass beide Seiten da irgendwie schon ein bisschen recht haben. Das, und das ist jetzt fast mal das Wichtigste, der Wolf als härtester Fragesteller des österreichischen Fernsehjournalismus wirklich super ist, weil er Politiker wirklich oft ins Eck bringt und damit auch ihre Schwächen bloßstellt. Und das ist natürlich schon allein deshalb super, weil da oft Leben in Interviews kommt, die ansonsten sterbenslangweilig wären. Aber ich kann schon auch verstehen, dass es einem dann auch irgendwann mal stören kann, dass da nicht immer zwischen wichtig und unwichtig unterschieden wird. Dass da manche Leute dann sagen, wie lächerlich ist das denn, wenn die Frage, ob der junge Feimann zu viel gearbeitet hat in der SJE und zu wenige Prüfungen auf der Uni gemacht hat, bedeutungsmäßig auf eine Stufe gerückt wird mit der Euro-Rettung oder dann vielleicht sogar noch bedeutender erscheint. Aber vielleicht, damit man sich da jetzt nicht nur im Kreis dreht, sollte man die Frage mal anders aufzäumen. In der Feimann, ja, das ist doch klar, da brauchen seine Spin-Doktoren da jetzt nicht viel herumschlawinern. Natürlich wollte sich der Jubelberichte im Boulevard kaufen. Zig Millionen für eine gute Presse, zig Millionen für ein schönes Image für den Wernerle. Und das entsprach ja auch so einer gewissen Grundphilosophie. Ich backel mit dem Boulevard und der sorgt dafür, dass mich alle lieb haben. Und dafür hat der Feimann jetzt am Hals staatsanwaltliche Ermittlungen, ein drohendes Kreuzverhör in einem Untersuchungsausschuss oder er muss sich mit noch mieserer Trickserei und Taktiererei vor dieser Aussage drücken, sodass er dann dasteht als Feigling, der das Parlament missachtet. Und da kann ich nur sagen, sehr intelligente Image-Polier-Strategie. Ja, wirklich sehr intelligent. Und während die ÖVP und die FPÖ in einem Korruptionssumpf sondergleichen untergehen, weil sie im Stil einer Räuberbande regiert haben, kann sich die SPÖ nicht als Partei der sauberen Hände präsentieren, weil ihr Vorsitzender auch angekleckert ist. Ja, zugegeben, weniger als die anderen, aber wen interessiert denn das? Und da frage ich mich halt, hat der Feimann wenigstens was gelernt? Nämlich beispielsweise, dass das, was er sich als kluge Image-Strategie ausgedacht hat, ein riesengroßer Schuss ins eigene Knie war, stellt sich jemand in diesem Führungsklingel wenigstens jetzt die Frage, die sich ja aufdrängen würde, nämlich wie würden wir heute dastehen, wenn wir uns dieses schmierige, halbkorrupte Zeug, das uns eh nie was genützt hat, gespart hätten, wenn wir glaubhaft sagen könnten, schaut her, wir sind sauber. Ja, und die Spin-Doktores, die können jetzt natürlich gegen den Wolf sticheln, dass der jetzt auf den schmierigen Praktiken so rumreitet. Aber natürlich muss man primär sagen, selber schuld. Hätte man ihm keinen Anlass gegeben, drauf rumzureiten, kennt er nicht drauf rumreiten. Also, haben die das jetzt wenigstens gelernt, dass wer sich mit Krone, Österreich und heute ins Bett legt, mit Flöhen aufwachen wird? Ich hoffe. Und ich meine das jetzt gar nicht zynisch oder polemisch. Ich hoffe wirklich, dass die was gelernt haben. Ich meine, bei manchen hoffe ich natürlich nichts mehr. Ich meine, der Job. Der lernt in seinem Leben nichts mehr. Wann immer der im Fernsehen erscheint, hat die SPÖ sofort 1% in den Umfragen weniger und der merkt es nicht einmal, wie er seinen eigenen Leuten schadet.
Faymann muss jetzt nicht mehr in den Untersuchungsausschuss, er war ja schon beim Armin Wolf in den Sommergesprächen, was sollten die was anderes fragen? Mann, der den Mund aufmacht, kommt nur Unsinn raus. Nur Unsinn. Und das sag nicht mal ich. Selbst die Barbara Brammer, seine eigene Parlamentspräsidentin, hat gesagt, was der Chap redet, ist Unsinn. Aber Chap beiseite, natürlich gilt, Menschen sind grundsätzlich lernfähig. Auch Faymann ist lernfähig. Ich meine, der Faymann, der als Kanzler heute am europäischen Parkett mit Teilen der EU-Kommission und manchen EU-Regierungschefs und auch Staatschefs und auch mit dem EU-Parlament und auch dessen Präsidenten Allianzen gegen diese vertrottelte Austeritätspolitik schmiedet. Der hier. Mittlerweile, soweit ich das jedenfalls aus der Distanz und ohne viel Insiderwissen zu beurteilen vermag, doch eine Rolle spielt, an der ich eigentlich nicht mehr sehr viel zu kritisieren habe. Dieser Faymann ist doch heute Lichtjahre von jenem Werner Faymann entfernt, der diesen unsäglichen Anti-EU-Brief an diesen unsäglichen Dichand geschrieben hat. Also der hat da einen Entwicklungsprozess hinter sich, den viele gar nicht wahrnehmen oder gar nicht wahrhaben wollen, weil sie sich halt mal so ein Bild zurechtgelegt haben. Ja, der Faymann, das ist ein Dolm und der bleibt immer ein Dolm. Aber trotzdem, der hat da was gelernt. Oder gelernt, ich meine, das ist ein komisches Wort, das so tut, als wäre der Kanzler ein Volksschüler, der im Kanzleramt lernt. Und das wäre ja auch wieder fragwürdig, weil wir haben ja nicht das Kanzleramt, damit da irgendwer was lernt. Das ist ja nicht für lernwillige Praktikanten gemacht und gedacht, das Kanzleramt. Sagen wir also besser so, ja, es gibt natürlich Leute, die im Amt des Kanzlers auch wachsen. Ich meine, es ist nicht notwendigerweise so. Zum Beispiel, Franitzky ist ganz, ganz sicher im Amt des Kanzlers gewachsen. Klima zum Beispiel eher nicht. Er ist eher noch geschrumpft von einem, wie soll man sagen, einigermaßen passablen Finanzminister zu einem hochpeinlichen Kanzler und Parteivorsitzenden. Und Faymann? Ja klar, der ist auch im Amt gewachsen. Er hat auch was gelernt. Er ist heute ein anderer als vor 4 Jahren. Und natürlich kann man sagen, es ist alles eine Frage der Relationen und es gibt vor allem noch ganz viel Luft nach oben. Und natürlich rauft man sich immer noch manchmal die Haare. Allein wenn ich mit SPÖ-Strategen rede und die schon glücklich sind, dass sie eh so gut dastehen. Die sagen dann, ja, wir liegen bei 30% und die ÖVP und die FPÖ liegen dahinter. Dann freuen sie sich wie die Hutschpferd. Und ich denke mir da, hä? Der neoliberale Kapitalismus hat die Welt fast gegen die Wand gefahren. In Österreich speziell kommt noch hinzu, dass ÖVP und FPÖ in einen Korruptionssumpf versinken und die Sozialdemokraten liegen bei 30% und sind dann auch noch stolz drauf, dass wir eh so gut dastehen. Ja, sagt mal, wenn in einer solchen Situation eine Sozialdemokratie nicht bei, weiß ich nicht, 44% oder sonst was liegt, ja, da muss doch ein bisschen ordentlich was falsch rennen. Da macht sie ja offensichtlich ordentlich was falsch. Habt ihr euch das schon irgendwann mal überlegt? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob sich die das schon überlegt haben. Ich weiß auch nicht, ob der Faymann und seine Leute gelernt haben, was für ein haarsträubender Blödsinn das war, zu glauben, man könnte sich ein gutes Image mit schwindlichen Geschäften erkaufen, nur mit dem Ergebnis, dass man jetzt ein Image-Debakel sich eingekauft hat. Ich weiß nicht, ob die das gelernt haben, aber ich hoffe es. Ja, und falls es so sein sollte, dass man dieses Lernen noch ein bisschen unterstützen sollte, formuliere ich das jetzt hier mal ganz leicht und verständlich. Es mag ja Leute geben, die finden, Sauberkeit ist ein Wert an sich. Aber selbst für jene, die das nicht so puritanisch sehen, wie ich beispielsweise, für die sollte doch mittlerweile auch einsehbar sein. Sauberkeit nützt und Dreck schadet.